Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen jetzt relativ nahtlos über in das Forumgespräch, das Gemeinwohl der Weltgesellschaft, nachdem wir das im großen Bogen gehört haben. Schauen wir uns jetzt an, was ist das Gemeinwohl heute? Und als Einleitung dazu möchte ich Folgendes sagen oder Sie vorbereiten für das, was ihr den ganzen restlichen Nachmittag noch erwarten wird. Wir haben also traditionsgemäß in den letzten gut 24 Stunden uns hochintensiv unterhalten über alle möglichen Facetten des Gemeinwohls. Und interessant war daran, dass anders als bei den früheren Themen wir diesmal mehr ein Such- oder um es mit deinen Worten zu sagen, Hayek zitierend, ein Findungsverfahren unternommen haben, ohne dass wir wirklich fündig geworden sind. Gemeinwohl ist ein abenteuerliches Konzept, das haben Sie jetzt schon gesehen an dem Vortrag von Frau Dr. Flick, an dem Vortrag von Herrn Di Fabio. Und Sie werden es im weiteren Verlauf sehen, das unendlich viele Facetten hat. Und so wie bei einer Zwiebel werden Sie im Laufe des heutigen Nachmittags sehen, es kommt eine Scheibe nach der anderen dazu und am Ende ist immer noch nicht die volle Frucht vorhanden. Dafür ist es einfach viel zu facettenreich. Wir versuchen jetzt hier auf diesem Panel einen ersten Überblick zu geben und ich stelle ganz kurz vor, aber das mache ich tatsächlich nur sehr kurz, weil Sie haben das auf dieser Einladung, haben Sie die Auszeichnung oder die Qualifikationen der Diskutanten bereits vor Augen, abgesehen davon, dass Sie die meisten natürlich ohne dies schon kennen. Ich will nur ganz kurz ankündigen bzw. vorstellen, den Präsidenten des Bundesfinanzhofs, Herrn Mellinghoff. Dann haben Sie gerade eben schon den Professor Di Fabio gehört. Hier haben wir den Präsidenten des IFO-Instituts, Herrn Füst. Und da haben Sie, und ihn kennen Sie alle, den Wolfgang Schön. Ich selber bin auch Jurist an der Humboldt-Universität. Die anderen sind im Wesentlichen München übrigens. Ich bin, nein, Sie nicht. Okay, Sie retten mich. Ich will eine weitere Klarstellung noch hinzufügen. Und daran sehen Sie das Zwiebelmäßige, diese Schalen. Wir haben Jurist, 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 Jurist und wir haben Ökonom. Jetzt nicht, dass der arme Karl es mit vier Juristen aufzunehmen hat. Ich will damit nur andeuten, Sie haben nachträglich einen Vortrag eines Unternehmers, der die gesundheitliche Seite des Gemeinwohls behandeln wird. Wir haben vorhin in dem Gespräch, in dem Vortrag, in dem schönen Vortrag von Frau Dr. Flick, haben wir eben die philosophische Seite gehört. Wir müssten an und für sich einen ganzen Panel mit Philosophen da haben, weil die auch unendlich viel dazu beitragen können. Wir hatten einen Arzt bei der Diskussion dabei, den werden Sie später hören. Auch der kann viel dazu sagen. Insofern, Gemeinwohl ist ein unglaublich umfassender Begriff. Und nochmal, wir unternehmen jetzt den ersten Anlauf aus unserer Perspektive, die aber natürlich gewissermaßen tunnelblickmäßig eingeengt ist, uns der Sache anzunähern. Und das, was ich mir vorgestellt habe, worüber wir uns unterhalten, ist, dass wir als erstes uns mal vor Augen führen, was ebenfalls schon angeklungen ist, inwieweit ist das Gemeinwohl oder in welcher Relation steht das Gemeinwohl zum Eigennutz? Ist das ein Antagonismus? Ist das, wie Aristoteles gesagt hat, sich wechselseitig bedingend etwas, was sich befruchtet und ohne das andere, das jeweils andere nicht auskommt? Wie auch immer, fangen wir mal an mit der Frage, wie steht es mit dem Verhältnis von Eigennutz zum Gemeinwohl? Darf ich vielleicht, bevor ich dich, Rudolf, frage, oder an dich die Frage richtet, darf ich noch hinzufügen, dass Sie ebenfalls Acht geben müssen an unserer Wortwahl. Was wir jetzt in der letzten Stunde alles schon gehört haben an Nebenbegriffen neben Gemeinwohl. Wir haben den Gemeinnutz gehört, wir haben das gemeinsame Interesse gehört, wir haben Gemeingut gehört und wir reden Gemeinwohl, also das wäre eine zusätzliche Facette, die es auszuleuchten gelte. Aber Sie erkennen daran, wie unendlich schwierig eben die Findung allein schon des Themas ist. Rudolf Mellinghoff, darf ich dich fragen, was du,
was dir dazu einfällt, wenn ich den, ist es ein antagonistisches Verhältnis, der Eigennutz zum Gemeinwohl? Anders formuliert, ist das Gemeinwohl das Aggregat der Eigennütze? Also es gibt ja sehr, sehr viele Stimmen, die sagen, dass das eben das Aggregat der Eigeninteressen ist. Adam Smith hat von der unsichtbaren Hand gesprochen. Ich selber zögere etwas, das Gemeinwohl sozusagen nur als Bündelung der Individualinteressen zu sehen. Ich nehme gerne das Beispiel der Ehe für alle. Das ist für zwei Menschen sicher sehr individuell wohltuend und auch etwas, was beide wollen, was vielleicht viele wollen. Aber muss man dann nicht die Frage stellen, ist das für die Gemeinschaft etwas, was wir anstreben sollten, was wir wollen und was gut ist, hat das sozusagen eine Perspektive? Und von daher bin ich persönlich etwas zurückhaltend, wohl wissend, dass sehr, sehr viele sagen, man kann diese Dichotomie eigentlich nicht wirklich aufrechterhalten. Herr Fuß, haben Sie als Ökonom dazu eine Meinung? Ja, als Ökonom und vielleicht auch darüber hinaus. Klar, die Adam Smith ist ja dadurch berühmt geworden, dass er gesagt hat, es gibt keinen Gegensatz zwischen Individualwohl und Gemeinwohl. Ganz im Gegenteil, indem der Einzelne, der Unternehmer, der Bäcker, wie er es, also er hat das Beispiel des Bäckers genommen, indem er seine Interessen verfolgt, verfolgt er gleichzeitig die des Gemeinwohls. Er hat, glaube ich, man kann ihm nicht vorwerfen, er hätte gesagt, das sei nun immer identisch. Er hat eher so eine Art Harmonie zwischen beiden festgestellt. Also, dass wenn der Einzelne seine Interessen verfolgt, gute Güter bereitzustellen, die Kunden vernünftig zu bedienen, dann dient er damit auch dem Gemeinwohl. Ich würde aber als Ökonom noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man es mal umgekehrt denkt, nehmen wir an, das Gemeinwohl kommt nicht aus dem Individualwohl. Woher kommt es denn dann? Früher hätte man vielleicht gesagt, es kommt zu uns als Offenbarung, ja, eine Steintafel, auf der einige 10 Sätze stehen und das ist das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl könnte zu uns kommen als vielleicht auch von Gott kommende Einsicht des Königs oder des Kaisers darüber, was richtig ist. Man könnte sogar der Meinung sein, dass der Kaiser die Gemeinschaft personifiziert, der Staat bin ich und der Rest zählt nicht. Also man kann sich alles Mögliche ausdenken. Das sind aber alles Vorstellungen, die mit unseren als Bürger einer liberalen Demokratie schwer vereinbar sind. Und deshalb würde ich sagen, es gibt kein Gemeinwohl, das nicht zurückzuführen ist auf Individuen, die da handeln. Es ist jedenfalls sehr schwer, das zu begründen. Wir haben ja in dem Vortrag von Herrn Di Fabio schon gehört, dass am Ende auch sehr wichtig ist, wer definiert denn, ja, ich sag mal, kollektive Entscheidungen, die dann idealerweise das Gemeinwohl anstreben. Und ich glaube, dann sind wir sehr schnell bei dem Punkt der Legitimierung. Also wer hat das Recht zu bestimmen, dass dies und jenes ist Gemeinwohl? Und ich denke, dann sind wir bei Individuen. Da kommen wir noch dazu. Wenn ich es richtig verstehe, argumentieren Sie jetzt so, wie ich das gerade in meiner Frage angedeutet habe, basierend auf der Unterscheidung Physae und Thesae. Jetzt bringe ich das mal auf den Punkt, was gestern Herr Reitzamer uns gesagt hat, als Naturwissenschaftler, der eben gesagt hat, unterm Strich zählt für den Menschen als biologisches Wesen nur das Überleben, dass man das irgendwie hinbekommt. Und was dem dient, ist dann so etwas wie das Gemeinwohl. Also das drüber hinausschwebende. Sie haben gesagt, das Gemeinwohl muss immer irgendwie in Relation zu dem Einzelinteresse sein, also muss Thesae sein, um es mit Aristoteles zu sagen. Gibt es nicht vielleicht ein Physae-Gemeinwohl? Die Frage reiche ich mal weiter an Wolfgang. Also wenn ich Sie ein bisschen abwandeln darf. Ja, gerne. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Eingangsfrage, die Frau Flick uns gestellt hat. Warum beklagen wir heute den Verlust des Gemeinwohlgedankens? Das ist ja eine Wahrnehmung, die diese Konferenz legitimiert, die aber auch ganz allgemein zum Ausdruck gebracht wird. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass der Gegensatz Eigennutz-Gemeinwohl in Deutschland eine ganz spezifische Geschichte hat. Er hat eine Geschichte, die Herr Di Fabio schon angedeutet hat, dass bis 1945
die Generation mit dem Satz, du bist nichts, dein Volk bist alles konfrontiert worden ist, wo Gemeinnutz geht vor Eigennutz, das Leitmotiv war und wo das Grundgesetz dem sehr kraftvoll die Menschenwürde und den Einzelnen als den Ausgangspunkt aller staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung gegenübergestellt hat. Und damit war gewissermaßen das Sprungbrett bereitgestellt für die Entfaltung des Individualismus. Und wie sich das dann entwickelt hat, das hat die Soziologie sehr schön herausgearbeitet. Was wir heute erleben, ist gewissermaßen die machtvolle Zusammenführung eines politisch gesprochen rechten Individualismus und eines linken Individualismus. Wir haben das Zusammenwirken der wirtschaftsliberalen Strömung, der Homo economicus, der Profitmaximierer, der Investor, der selber schaltet und waltet, bei allen Vorzügen, die das nach Adam Smith für den Markt hat. Und wir haben, das ist gewissermaßen die progressive, politisch eher links stehende Linie, Emanzipation, Selbstverwirklichung, Diversität, Ausleben aller Eigenheiten. Und das findet eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft zusammen. Und zwar sehr, sehr kraftvoll. Und dieser Neukonzeption, die ja weitgehend dann auch nicht mehr durch gewissermaßen religiöse Konventionen noch strukturiert und begrenzt wird, denen auch weitgehend das Kollektiv als Bezugsgröße eines Solidaritätsempfindens weggenommen worden ist, dem das Gemeinwohl entgegenzustellen, ist dann gar nicht mehr so einfach. Und dann muss man überlegen, wie definiert man es? Und Sie haben ja, Herr Di Fabio, das in Ihrem fabelhaften Vortrag zu Recht in den Mittelpunkt gestellt. Diese Definitionskompetenz wird auch staatlichen Institutionen immer mehr abgesprochen. Sie haben es hervorgehoben am Beispiel der NGOs. Aber wenn wir nur mal den jetzt schon mehrfach erwähnten Wahlkampf von Herrn Trump ansehen, das war ja in Wahrheit kein Wahlkampf zwischen Republikanern und Demokraten um irgendeine Form parteipolitischer Führung, sondern das war ein Wahlkampf gegen Washington, gegen das System mit der permanent wiederholten Aussage, die können es nicht, die Politik kann es nicht, die Institutionen können es nicht. Und wenn man mal so weit ist, dann hängt die Frage nach der Definition und Abwägung zwischen Gemeinwohl und Eigennutz ganz schön schwierig im Raum. Das kann man so sagen. Herr Di Fabio, weil Wolfgang Schön das gerade so angesprochen hat und ich mir das auf die Liste der Fragen eben auch aufgestellt habe, die Definitionsmacht, das ist ja eine der ganz großen Punkte, über die wir uns eben auch die letzten 24 Stunden, wie gesagt, sehr, sehr intensiv unterhalten haben. Wem steht es zu sagen oder zu definieren, und Sie haben es in der Tat in Ihrem Vortrag eben auch wunderschön zum Ausdruck gebracht, wem steht es zu sagen, was Gemeinwohl ist? Tja, verfassungsrechtlich haben wir da keine Probleme mit, wenn wir das nüchtern als Juristen kalkulieren. Man muss nur eins sehen. Natürlich haben wir in einem geordneten Rechtsstaat, in einer parlamentarischen Demokratie eine klare Kompetenzordnung, auch im Föderalstaat eine klare Kompetenzordnung. Und auch innerhalb der Europäischen Union gilt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Wir können in den Verträgen schauen, wir können diskutieren, ob das richtig oder falsch war. Aber das ist nicht der Punkt. Also insofern, wer das Gemeinwohl konkretisieren darf mit dem Machtmonopol, das können nur in einer Demokratie die legitimierten Instanzen, also staatliche, überstaatliche Akteure in supranationalen Verbünden sein. Das, was Herr Schön gerade angesprochen hat, das ist, glaube ich, das, was uns noch viel mehr beunruhigen wird in Zukunft und vielleicht auch beunruhigen sollte. Nämlich wir reden so gerne vom populistischen Protest. Wir wissen nicht so genau, definieren das oft nicht so genau, was eigentlich Populismus ist, aber wir spüren, in den USA war das schon immer gegen die in Washington. Das hat klare, auch föderale Beweggründe. Aber es hat doch eine andere Wucht jetzt bekommen und auch andere Ergebnisse, als wir das bislang in der amerikanischen Geschichte der Präsidentenwahlen verfolgen konnten. Wir dachten immer schon, Ronald Reagan sei. Ja, hat sich als guter Präsident eigentlich, als halbwegs guter Präsident erwiesen. Bei Donald Trump verblassen ja alle Filme, House of Cards ist ja plötzlich entwertet. Nun gut, also das will ich nicht vertiefen, aber weil dahinter steht schon auch eine Rebellion gegen eine Gemeinwohldefinition, die sehr stark
aus dem überstaatlichen Bereich kommt, selbst in den USA, die ja in keinem supranationalen Verbund sind. Aber der republikanische Protest ergeht eben das, was so Ostküsteneliten an den Universitäten in Harvard und die Digitalplattformen in Kalifornien sozusagen quer über den nordamerikanischen Kontinent als Bündnis entwickelt haben. Und das ist schon so, dass die Ressourcen, die der moderne Kapitalismus zur Verfügung stellt, in Bündnis gegangen ist mit einer Art von diverser Gesellschaftsvorstellung, von Planbarkeit einer multikulturellen Vorgesellschaft, diskriminierungsfrei, alle Mikroaggressionen bekämpfend. Und dann kommt da die Makroaggression Donald Trump auf diese Bühne. Von beiden Seiten nicht gewollt, von diesen beiden Seiten, der wirtschaftlichen Seite nicht gewollt und auch von den tonangebenden akademischen Eliten nicht gewollt und protestiert dagegen. Und man ahnt, der Protest muss irgendwie wirkungslos sein, aber er wird nicht verschwinden, auch wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Und das ist eben beunruhigend. Die westlichen Systeme, sie werden an dieser Schnittstelle, wer entscheidet, werden sie anfälliger und offensichtlich instabiler. Deshalb glaube ich, wir sollten einen Teil unserer Energie in die nachhaltige Zukunft auch darin investieren, die Staaten, die Demokratien zu restrukturieren. Sie müssen wieder lebendig werden, damit wir das globale Gemeinwohl von diesen Plattformen aus wieder organisieren können. Und das ist ein bisschen aus dem Blick geraten in dem ganzen Staatsbashing, der zum intellektuellen guten Ton seit Jahrzehnten gehört hat. Also wenn Sie von Restrukturierung von Staaten reden, dann sind Sie bei mir eigentlich genau an der richtigen Stelle. Wobei ich allerdings keine Antwort darauf hätte, wie das nun erfolgen soll. Rudolf, fällt dir dazu was ein ist natürlich fies. Danke. Ich gebe weiter. Wer ja, ich glaube, könnte oder sollte diese, oder wie sollte so eine Restrukturierung aussehen? Also ich will nicht von Restrukturierung sprechen, aber vielleicht doch noch mal ein paar Dinge hervorheben. Einmal, dass man schon die Bezugsrahmen richtig wählen sollte. Und wir kennen aus der katholischen Soziallehre das Subsidiaritätsprinzip. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, auf welcher Ebene welche Art von Gemeinwohl, sprich Gemeinwohl für eine bestimmte Gesellschaft definiert wird. Und da haben wir natürlich das Problem, dass je höher die Ebene ist, desto schwieriger das ist. Und dann stellt sich eine weitere Frage, ist nicht Voraussetzung auch, dass man zu Recht sozusagen sich darauf beruft, ich darf das Gemeinwohl definieren, dass ich einen entsprechenden offenen, transparenten Diskurs führe? Und ist nicht das Eigentliche, was uns in vielen Bereichen der NGOs oder auch in anderen Bereichen stört, dass dieser offene Diskurs über bestimmte Fragen nicht geführt wird und wir dann plötzlich konfrontiert werden mit Ergebnissen, die wir nicht mehr beeinflussen können? Und resultiert dadurch nicht auch eine gewisse Abwehrhaltung und wir kommen dem Ganzen mit den Kompetenzen nicht nahe, weil wir haben heute Nachmittag aus anderem Munde gehört, man muss sich das verdienen sozusagen, die Gemeinwohldefinition. Und das muss man natürlich auch tatsächlich, indem man zu Recht die verschiedenen Aspekte und Fragen diskutiert und überzeugend darlegt, wieso man zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Mhm. Vielleicht ist es hilfreich, nochmal auf das Beispiel Trump zurückzukommen und damit auf eine etwas vielleicht simplere Ebene. Was ist das Problem bei Trump? Es ist ja nicht so, als wären die Ergebnisse der Vorgängerregierung nun großartig gewesen. Also Obama war ja jemand, der in Europa sehr beliebt war, konnte auch gut reden, war auch sehr charismatisch, aber die Ergebnisse, die, ich sage mal, was das Gemeinwohl angeht, entstanden sind. Ich will gar nicht sagen, er hätte das verursacht. In den USA, die sind ja nicht so doll. Wir haben in den USA eine sinkende Erwerbsbeteiligung, wir haben eine steigende Sterblichkeit, zumindest bei Männern im mittleren Alter in gewissen Regionen. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Vorgang für die Industriestaaten. Seit Jahrzehnten erleben wir wachsende Lebenserwartungen und steigende Lebensqualität in allen möglichen Dimensionen. Und dieser Trend hat sich umgedreht
in den USA. Das heißt, da passiert irgendetwas, was gravierend ist. Und dann ist es ja zunächst mal ein gutes Zeichen, wenn die Bevölkerung sagt, jetzt ist Schluss. Also man würde sagen, die Demokratie funktioniert, jetzt muss jemand anders kommen. Nur haben wir jetzt den Eindruck, dass der da kommt, oder wir haben große Zweifel, dass der da kommt, funktioniert. Also das ist ja häufig auch über die Demokratie gesagt worden, dass sie eigentlich ganz gut darin ist, dafür zu sorgen, dass es einen friedlichen Machtwechsel gibt. Aber schafft sie diese Transmission, sage ich, vom Prozeduralen, ne, die Bevölkerung wählt einen neuen zum Gemeinwohl. Das heißt, funktioniert es, dass die gewählt werden, dann auch Dinge tun, von denen wir was halten. Ich glaube, das ist vielleicht eine der Fragen. Und also man ist erinnert an Winston Churchills Wort, die Demokratie ist die schlechteste Staatsform, abgesehen von allen anderen. Das ist wahrscheinlich so. Nur hier kommen jetzt doch Zweifel auf, und die klangen ja auch vorhin bei der Wortmeldung an. Also können wir angesichts von Trump, meinetwegen auch Brexit, noch sagen, dass die Demokratie Probleme lösen kann? Wolfgang? Also das, gerade der letzte Punkt führt ja zu der Frage, welchem Gremium trauen wir Entscheidungen zu? Genau. Und Herr Di Fabio hat ja schon mit dem Publikum darüber diskutiert. Eine Expertokratie kann es nicht sein. Meine Großmutter war immer noch der Meinung, das beste Bundeskabinett wäre aus Professoren zusammengesetzt. Meine Großmutter hat nie einer Fakultätssitzung beigewohnt. Es wäre aber auch eine Überforderung. Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Strohschneider, hat kürzlich in einem großen Artikel zum Angriff der Politik auf die Wissenschaft, den wir ja auch bei Trump erleben, den wir in England erleben, gesagt, so sehr die Wissenschaft sich wehren muss, in dem, was sie für richtig erkannt hat, von der Politik niedergemacht zu werden, so wenig darf die Wissenschaft sich aufschwingen, demokratische Prozesse zu unterminieren oder zu disqualifizieren. Dafür sind wir nicht gewählt. Auch das Bundesverfassungsgericht nicht, das ja an diesen entscheidenden Stellen der Gemeinwohldefinition eben auch immer dem Gesetzgeber den Vorrang lässt. Insoweit haben wir in diesen zwei Tagen, die wir hier schon diskutiert haben, an keiner Stelle gesagt, jetzt machen wir mal eine Liste, was das Gemeinwohl ist. Es lief immer auf die Prozeduralisierung heraus. Und da scheint mir die Kampflinie, wie sie sich entwickelt hat in den jüngeren letzten Monaten und Jahren, ganz stark die einer zwischen repräsentativer Demokratie und stärkerer direkter Demokratie zu sein. Das Brexit-Referendum, aber auch ein bisschen der Volkstribun-Charakter Trumps, der sich ja überhaupt erst für die Wahlen entschieden hat, welcher Partei er beitritt. Ja, der war ja mal Förderer der Demokraten. Darauf kam es gar nicht an. Es gibt Vorbilder wie die Schweiz, in denen direkte Demokratie auch als Kontrollsystem gegenüber dem Parlament, aber ganz, ganz stark zur Verankerung der Entscheidungen im Bewusstsein der Bevölkerung erfolgreich eingesetzt wird. Aber es gibt eben auch neuere Entwicklungen, in denen die Dinge dramatisch, so würde man vielleicht sagen, daneben gelaufen sind. Vielleicht mal meine Frage an Herrn Di Fabio. Gibt es da so eine Art Optimum der Allokation zwischen dem, was man dem Parlament überlässt, und dem, was vielleicht einem Volksentscheid überlassen werden kann? Bevor Sie antworten, darf ich hinzufügen, diesen Antagonismus, den Sie aufgestellt haben, dass auf der einen Seite diese Mikroaggression unterdrückt wird und dann kommt die ganz große Tsunamiwelle der Makroaggression. Das finde ich ein wunderbares Bild, von dem ich vermute, dass es eine ganz wesentliche Rolle für die jüngsten Entwicklungen eben gespielt hat. Also auch da ist eben der Kampf um, letzten Endes ist der Kampf um, wer hat die Definitionshoheit über das Gemeinwohl. Wobei eben das Gemeinwohl immer stark von einer Leitvorstellung von Gesellschaft abhängt. Deshalb führen wir ja auch so verdruckste politische Debatten über Leitkultur. Ja. Weil wir wollen, dass Einwanderer, die in unser Land kommen, gefälligst unser Gesellschaftsbild, unser Menschenbild annehmen. Wir meinen damit jetzt nicht Sauerkraut und Schweinsbraten oder sowas so sehr, sondern wir meinen schon unsere Vorstellung, wie man miteinander umgeht. Das hängt deshalb sehr stark vom Bild ab, und es gibt schon eine Bestrebung, mit allerlei Mainstreaming dieses Bild zu verändern aus dem Bereich gerade auch der akademischen Eliten, und das kann zu Protesten führen. Da muss man also sehr vorsichtig sein, vor allen Dingen, wenn man das westliche Wertesystem global anschlussfähig halten will und nicht auch global Provokationen auslösen will,
Also ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht alles dem zuschreiben, aber man wird jedenfalls so etwas in einer Weltgesellschaft mit bedenken. Die Frage von Herrn Schön war die, wie ist das eigentlich mit repräsentativer und plebiszitärer Demokratie? Gibt es eine vernünftige Balance? Das Grundgesetz spricht ja in Artikel 20 Absatz 2, dass das Volk, das Bundesvolk in diesem Fall, sich in Wahlen und Abstimmungen äußert. Aber Volksabstimmungen gibt es gar nicht auf Bundesebene. Selbst bei der Länderneugliederung ist ja nie das ganze Volk beteiligt. Also das Bundesvolk spricht nicht. Wenn man, Peter Michael Huber und ich, wir sind da sehr ähnlich, glaube ich, ich habe mal von einem unerfüllten Verfassungsauftrag gesprochen. Also wir sind da durchaus freundlich, was Plebiszite angeht. Aber jetzt stehen wir vor dem Phänomen, dass manche Plebiszite nun wirklich destruktive Bedeutung haben. Und auch die Präsidialdemokratie, wie in Frankreich oder in den USA, hat ja in der Wahl des Präsidenten eine plebiszitäre, man könnte fast sagen, eine caesaristische Komponente und schlägt deshalb auch dadurch. Das wäre im deutschen Parteien- und indirekten Repräsentationssystem gar nicht denkbar, dass jemand so durchschlägt. Noch nicht mal ein Christian Lindner könnte es Macron gleich machen. Es fehlen alle institutionellen Voraussetzungen in Deutschland dazu. Oder er müsste die Partei wechseln. Das könnte er in 10 Jahren vielleicht dann. Aber es sind populistische Reflexe. Und jetzt neigt unsere herrschende Erklärung dazu, zu sagen, lassen wir lieber weg. Im Grunde genommen macht es doch so wie in Deutschland. Ne? So eine indirekte, repräsentative Demokratie, möglichst mit Koalitionen, möglichst unter Aufsicht eines Verfassungsgerichts. Kann man sagen, ja, das ist stabil, hat gelernt aus Weimarer Verhältnissen, alles gut. Aber umgekehrt, was wäre denn, wenn die USA, so wie sie nun einmal im Grabenkrieg befindlich sind, dieses Ventil des präsidentiellen Plebiszits nicht hätten? Was wäre denn dann? Würden sich dann die republikanischen Anhänger oder die Tea Party noch stärker bewaffnen oder würden sie die Waffen, die sie ohnehin schon haben, auch einsetzen? Was wäre denn, wenn das zentralistische Frankreich diese Möglichkeit nicht hätte? Was wäre denn, wenn in England kein Referendum möglich gewesen wäre? Wäre denn dann die Spannung aus der Partei der Tories und der Gesellschaft in Bezug auf die Europäische Union einfach rausgegangen? Oder hätte sie ihr destruktives Potenzial nicht anders entfaltet? Also, ich finde, falsche Entscheidungen bei Plebisziten diskreditieren nicht das Plebiszit. Vielleicht die instrumentelle Nutzung, aber nicht die falsche Entscheidung diskreditiert das Plebiszit. Wir wissen ja nicht, was anders wäre, wenn es nicht existiert. Entschuldigung. Bitte, bitte. Aber schön, dass Sie das zu Ende gesagt haben, denn jetzt sind Sie gefragt. Wir sind in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir würden sehr, sehr gerne Fragen von Ihnen entgegennehmen. Und während Sie jetzt noch grübeln, ob Sie sich wirklich melden sollen oder nicht, füge ich noch hinzu zu den Defiziten dieser Runde hier oben. Ich bitte um Nachsicht, also nehmt das nicht persönlich. Aber die Defizite, die darin bestehen, dass 5 Deutsche hier oben sitzen, von denen 4 Juristen, einer Ökonom ist. Alles Männer. Und alles Männer. Kommt auch noch mit dazu. Es kommt noch als weiteres Defizit hinzu, dass Gemeinwohldiskussionen natürlich noch mal komplett anders wäre, wenn wir jemanden, ich habe gestern das Beispiel gebracht, weil ich dort vor 2 Jahren gewesen bin, aus Nordkorea hätten, oder wenn wir jemanden aus Japan da hätten oder sonst. Das ist ein dermaßen facettenreiches Thema, dass wir Ihren Input brauchen. Gerne von chinesisch-weiblicher Seite. Wir haben da 2 Wortmeldungen von männlicher Seite. Wenn Sie bitte Ihren Namen zuerst sagen. Philipp Cassier von der Welt am Sonntag. Chinesisch-weiblich fällt aus. Ist okay. Nobody's perfect. Dass es bei der Frage nach der Repräsentation von Demokratie in dieser Woche ja ein sehr schönes, konkretes Beispiel gab. Das ist, und die Frage des Gemeinwohls, das ist John McCain im Senat, der sich hinstellt und fragt, wozu ist dieser Senat eigentlich da? Ich habe seit 40 Jahren bin ich hier. Ich habe hier auch Entscheidungen vorangetrieben, hinter denen ich nicht stand, weil ich gewinnen wollte. Und jetzt geht es um das Gesundheitssystem. Und wir alle, die wir hier sitzen, wissen, das ist blamabel.
Das sagt er, der stellt sich hin und sagt, wir wissen, wir haben ein blamables Gesundheitssystem. Und den einzigen Weg, den ich sehe, da rauszukommen, ist, dass wir parteiübergreifend miteinander sprechen und am Ende zu einem Kompromiss gelangen, den niemand richtig will, von dem wir alle wissen, dass er vorläufig ist. Und ob er in 10 Jahren Bestand hat, wer weiß das schon. Und ich fand das sehr, sehr bemerkenswert, dass aus diesem Gremium der US-Senat, es kommt dann natürlich das übliche Pathos, das größte Land und das tollste Land, was es auf Erden gibt, aber die Botschaft ausgesendet wird, der Kompromiss, den keiner will, das ist das Beste, worauf wir hoffen dürfen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob wir die Demokratie nicht vielleicht ein bisschen überfordern, wenn wir sagen, wir müssen aber auf mehr hoffen dürfen als auf diesen Kompromiss. Wenn wir sagen, ja, muss aber schnell gehen, muss durchgreifen und dann müssen die Probleme weg sein. Das ist ja das, was Trump macht. Und das wäre meine Frage, ob die Überforderung und das Gewöhntsein daran, dass es eigentlich im Gemeinwohl gar nicht so schlecht läuft, uns außer Acht lassen lässt, dass die Fähigkeit zum Kompromiss letztlich das ist, was es zusammenhält. Vielen Dank. Wer möchte? Vielleicht nur ein kurzes Stichwort. Der Senat enthält ja ein Element in besonderem Maße, das auch die repräsentative Demokratie enthält, nämlich das, was man mal Wahlaristokratie genannt hat. Das heißt, die Fähigkeit der gewählten Vertreter, an einem bestimmten Punkt im Entscheidungsprozess ihre ganz engen parteipolitischen Bindungen hinter sich zu lassen und übergreifend eine Lösung zu suchen, die dann vielleicht bei allem Kompromisscharakter dem noch am nächsten kommt, was man vielleicht als Gemeinwohl, auch im Sinne von dem, was Herr Mellinghoff am Anfang gefordert hat, nahe kommt. Das ist die Stärke der repräsentativen Demokratie, dass sie das ermöglicht. Aber auch dafür müssen natürlich die Gremien so zugeschnitten sein, wie sie es zum Beispiel im Senat sind, der ja über Jahrhunderte hinweg jetzt in den USA eine wirklich glückliche Rolle gespielt hat. Ich würde sagen, man kann es vielleicht auch umgekehrt sehen. Es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, ne, dass der 30 Jahre braucht, um dann sowas vorzutragen. Also wenn er angetreten wäre im Senat und hätte gesagt, das nehme ich mir vor, das hätte ich gut gefallen. Aber ein Problem des amerikanischen, insbesondere in den letzten Jahren des amerikanischen politischen Systems ist, dass diese Kompromisse eben nicht zustande kommen, ne, sondern dass es zu Blockaden kommt und so weiter. Das ist also, ich würde das eher als Symptom eines Problems deuten, wenn jemand so etwas sagt, dessen Karriere im Grunde vorbei ist. So Elder Statesman sagt nochmal, was er eigentlich in den letzten 20 Jahren hätte tun müssen. Ne? Ja, ist gut. Bruder? Also wenn man die Alternative sieht und dann mag man mal nach Russland und in die Türkei und ähnliche Länder gucken, wo ja einzelne Personen für sich in Anspruch nehmen, die fertigen und wirklich die Gesellschaft beglückenden Konzepte zu haben, dann ist mir jede Demokratie, die unter den verschiedenen Strömungen einen Kompromiss ausdiskutiert und in Gesetz fasst, wo wir möglicherweise nicht idealiter mit zufrieden sind, aber doch ganz gut damit leben können, wenn ich sehe, wie unser Leben in der Bundesrepublik Deutschland ist, lieber. Ich hatte die Frage ein bisschen auch so verstanden, als ob wir als öffentliche Meinung in westlichen Gesellschaften nicht manchmal den politischen Prozess auch überfordern und überschätzen und dabei Forderungen an ihn stellen, den er in seiner Mechanik nicht leisten kann. Wir erwarten im Geist der Aufklärung die vernünftige Entscheidung. Wir schreiben in die europäischen Verträge hinein, welche fiskalischen Kriterien erfüllt werden sollen und binden damit den demokratischen Prozess in eine Logik ein, die in vielen Staaten, ich würde fast sagen in den meisten Staaten, zu Problemen führt, weil der demokratische Prozess anders aufgebaut ist und Kompromisse dann so nicht mehr finden kann. Wir haben Schuldenbremsen reingeschrieben für die Länder. Was war letztlich die Folge? Haben wir die Länder jetzt damit diszipliniert oder haben wir sie gefügig gemacht für die Bundeszuweisung, die jetzt kommt?
Also typischer Effekt, den wir gar nicht vorausgesehen haben, aber der, wenn man die Logik des politischen Prozesses kennt, voraussehbar war. Deshalb brauchen die Bürger das, was wir, wenn wir uns als Zivilgesellschaft bezeichnen, wir sind ja die Demokratie, wir sind ja die Subjekte der Demokratie, wir brauchen auch ein vernünftigeres Verständnis. Und die Enttäuschungen der Wähler, die sind manchmal auch Folgen überzogener Erwartungen dessen, was zum Beispiel eine Koalitionsregierung oder ein verkanteter Senat, ein verkantetes Repräsentantenhaus in den USA zustande bringen können in einer verhandelnden Art und Weise. Auf der europäischen Ebene ist es genauso. Also es geht auch darum, dass wir den politischen Prozess angemessen verstehen, damit wir ihn nicht deformieren mit überzogenen Erwartungen. Richtig. Wir haben noch eine Frage und dann sind wir leider Gottes schon durch. Noch ganz kurz, Georg Wertz. Denn als Bürger Europas können wir uns alle respektiert und inkludiert fühlen, was unsere Systeme und die Wahrung unserer Rechte angeht. Anders sieht es aus, ich muss gar nicht nach Nordkorea gehen, wenn wir nach Afrika schauen. Und ich frage mich, ob die Bedrohung, die wir durch eine Veränderung unserer Welt, durch Digitalität, durch Artificial Intelligence sehen, ob die nicht überlagert wird. Ich möchte jetzt nicht wie ein AfD-Sympathisant klingen, aber ob die nicht überlagert wird durch die Bedrohung unserer europäischen Welt, durch die bittere Not von Leuten aus meinetwegen Afrika, die nicht diesen Schutz haben, die in korrupten Regimes leben, wo sie überhaupt nicht in der Lage sind, auch nur ein Mindestmaß dessen an individuellen Rechten zu gewinnen, was wir haben. Und die Frage ist, gibt es nicht Systeme, eine soziale Marktwirtschaft, die wir dort helfen können umzusetzen, um Flüchtlingsströme und überhaupt auch die Bedrohung grundsätzlicher Art zu verhindern? Sie sprechen eine Frage an, die wir auch lang diskutiert haben, und die ich jetzt eigentlich auch zum Thema dieser Runde machen wollte, aber die Zeit hat nicht gereicht, nämlich was ist der Bezugsrahmen des Gemeinwohls? Und da kommen wir in zusätzliche Probleme. Rudolf, du wolltest aber was drauf sagen. Ja, ich will nur ganz kurz sagen, ich glaube schon, dass die Bundesrepublik Deutschland sich gerade diesem Problem mit dem Plan für Afrika in einem Maße annimmt, wie das viele in der Öffentlichkeit noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Im Übrigen auch im wohlverstandenen Gemeinwohlinteresse unseres eigenen Staates. Das große Problem von Nordafrika und Subsahara ist, dass man vielfach keine Ansprechpartner hat, weil dort keine Staaten mehr existieren. Und das macht sozusagen die Hilfe so außerordentlich schwierig, wenn man sich nur Terrororganisationen und korrupten Staaten gegenüber sieht. Ich das dazu noch was ergänzen Gerne. Darf. Es gibt allerdings auch bei uns keinen Ansprechpartner. Was derzeit hier passiert ist, Sie haben völlig recht, wir haben da ein großes Problem. Da kommen jetzt Leute nach Europa, die kommen aber erstmal nach Italien. Und uns kümmert das nicht. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Wir sind in Deutschland, niemand im Wahlkampf, ne, also stehen Bundestagswahlen an, niemand redet über Migration, denn das Problem ist ja in Sizilien und in Kalabrien. Und noch nicht bei uns. Also wir verlassen uns noch darauf, dass Herr Kurz am Brenner den Laden dicht macht. Das Problem liegt nicht nur in Afrika, sondern auch bei uns. Ja, völlig richtig. Wir sind leider Gottes durch. Darf ich Sie um Applaus für meinen wunderbaren Mitstreiter hier auf der Bühne bitten? Applaus